Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir im Thorsten Rathaus, beim Clan Herausforderer. Ja, ich bin auf meinem Rathaus 7, weil mein Rathaus 10 schon wieder in seinen Stammclan gegangen ist. Und ich habe hier so ein bisschen die Nachrichten quer gelesen nach zwei Tagen echtes, hartes Clashen. Und wir haben hier vor allen Dingen gestern noch nach dem Stream, der war ja auch irre, muss ich sagen, um die Nachtstunden fast 200 Zuschauer im High Peak. Das habe ich auch noch nicht erlebt, aber es war sowas von super und wir haben auch so viele Angriffe gesehen. Ich verlinke euch irgendwo die Livestreams nochmal, also da müsst ihr die Masse der Angriffe sehen können, denn ich habe ganz, ganz viel gezeigt, glaube ich, in dem Stream und werde, weil ich kann sie nicht alle aufnehmen. Wenn ihr Glück habt, ihr könnt hier noch in den Clan rein, er ist Invite Only, aber ich bin hier auf dem RH7er einfach mal eingeloggt abends. Vielleicht habt ihr Lust, euch den einen oder anderen Angriff nochmal anzugucken, aber ich habe hier die Sachen hier quer gelesen. Schade, dass wir verloren haben. Ja, das werdet ihr gleich sehen. Wir haben leider, leider verloren. Danke an Toto und an das Team. Ja, kann ich auch nur sagen, danke an euch alle. Und Toto, bitte warte nicht. Was schreibt er? Warte nicht wieder so lange bis zum nächsten Krieg. Okay, also du meinst 241 Tage ist zu lang. Finde ich eigentlich auch, denn wir haben hier auch Clan Level 2 vor allen Dingen erreicht. Wir haben vor allen Dingen Clan Level 2 erreicht. Das ist ja auch nicht schlecht. Also wir haben schon richtig Punkte reingefahren hier. Leider haben wir den Clan Krieg sowas von knapp verloren. Ihr seht das, 142 Sterne, so heißt die Folge ja auch, zu 143. Es war so knapp zum Ende. Und vor allen Dingen der Sonntag war für mich sehr, sehr anstrengend. Ich war irgendwie bis morgens um 6 Uhr oder so waren wir hier ja noch im Clan am Feiern. Und dann ins Bett, 10 Uhr wieder raus oder 11, nee, 10 Uhr war es, glaube ich, war sehr, sehr früh. Und dann die ganze Zeit echt hier geclasht, geguckt, gemacht, getan. Aber ihr seht das, wir haben nur 8 Sterne offen gelassen. Das ist sehr, sehr tragisch, was aber nicht schlimm ist. Was nicht schlimm ist, muss man mal dazu sagen, wir haben hier leider bei der 1 und vor allen Dingen auch bei der 2, da hatte ja unser 50. angegriffen, hatte ich euch ja gezeigt im Livestream. Da haben wir die Prozente und die Sterne vor allen Dingen gelassen. Alles andere, glaube ich, haben wir... Oh, jetzt habe ich gerade meine Maus... Ach ja, hier habe ich habe meine Maus nicht verloren. Hier haben wir nur einen einzigen, ich glaube, das ist ein Elfer hier. Ich gucke mal gerade, ob das ein Elfer ist. Ja, das ist ein Elfer. Wir haben nur einen einzigen Elfer aufgelassen, also 10er, 9er, 8er. Wir haben es doch noch geschafft, bis unten hin irgendwie alles zuzukriegen. Und es war auch das war sehr, sehr anstrengend. Denn wir mussten, hier kommen wir in die Ereignisse, denn wir mussten natürlich, wie der Gegner auch, der Gegner konnte es nur von Anfang an machen, wir leider nicht, dippen ohne Ende. Und jetzt muss ich mal gucken, ich hatte mir eben schon so ein paar Angriffe noch rausgeguckt, dass wir zumindest noch was sehen. Ja, ein Stern leider ich nur, ich war auch so ein Depp, ich hätte mal auf sichere 2 gehen sollen, das wäre viel, viel effektiver gewesen. Und ja, es war einfach ein bisschen Pech, und wir haben auch Pech mit den Angriffen gehabt, 99%ige dabei. Ich meine, ihr kennt die Clankriege selber. Gucken wir uns hier den Weber an. Also ein paar habe ich mir noch ausgeguckt gehabt. Und wenn ihr, wie gesagt, die Clankrieg-Angriffe hier nochmal sehen wollt, dann müsst ihr hier einfach in den Clan reinkommen. Ich bin abends meistens so ab 8, auch mit diesem Account hier meistens kurz mal online, kurz mal Lage checken. Die letzten gehen hier vielleicht irgendwann raus. Es gibt hier noch so ein paar, die haben leider keinen Clan. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid. Das sind gute Accounts, kann ich euch sagen. Also vielleicht könnt ihr sie noch abwerben. Denn wir haben auch den einen oder anderen bei uns aufgenommen, beim Clan Spätzle mit Soße. Und freut mich auch total. Hier haben sich echt Freunde gefunden in diesen 2 Tagen. Ich meine, ihr müsst euch das auch mal überlegen. Ich hatte ja das Video, hieß ja, dieses Einzelvideo, was da zwischen den Streams kam, 50 Grüne. Das war nicht politisch gemeint. Ich habe heute mal gelesen. Das war natürlich nicht politisch gemeint, sondern dahinter steht ja Clash of Clans. Ja, und nicht 50 Grüne treffen sich bei der Partei. Also, damit waren natürlich die 50 freien Accounts hier gemeint und nicht 50 Grüne, die irgendeiner Partei angehören. Also bitte, Leute. Ja. Man kann auch alles zweideutig sehen, gar keine Frage. So, jetzt hat er hier noch 7 Hocks und es ist ein RH11 auf RH11. Allerdings, ich weiß gar nicht, ich glaube, der
Kollege hatte keinen Adler, wie so viele dieser Angies hier keinen Adler hatten, aber sie hatten halt eine Base und vor allen Dingen im unteren Bereich haben wir richtig lange geknapst. Also unten waren die Neuner so lange offen. Aber wir haben es gut kompensiert, muss man sagen. Muss man wirklich sagen. Und 142 Sterne für so einen zusammengewürfelten Haufen, der sich ja nicht kennt und auch nicht weiß, wer greift eigentlich wie, wo gut an. In normalen Clan, in deinen Stammclan kannst du das so ein bisschen so abschätzen. Da kannst du schon so sagen, nimm du mal besser die Base, was weiß ich, 37. Die ist für dich ein bisschen besser geeignet von deinen Truppen her, von deinen Helden her. Einige haben ja auch zu Anfang vor allen Dingen sehr, sehr hoch angegriffen. Das war vielleicht auch ein Fehler. Da haben wir Angriffe verschenkt. Die hätten viel weiter runtergehen müssen, wirklich auf sichere 3. Dann hätte das Ergebnis vielleicht ein anderes sein können. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Ich finde es trotzdem total super, dass wir hier so viele Sterne gemacht haben. Und natürlich auch den Clan-Level 2 erreicht haben. Und wir haben auch viele Angriffe gemacht. Also einige haben leider ihre Angriffe nicht gemacht. Leute, auch da weiß ich nicht, was habt ihr dann in so einem Community-Clan hier zu suchen? Ja, ihr hängt ihr 2 Tage ab. Sagt nichts. Macht nichts. Ich weiß nicht, was das soll. Ich meine, nächstes Mal, man kann denen ja so ein bisschen auf die Füße treten. Ich kann ja nächstes Mal sagen, pass mal auf, wenn ihr in den ersten 20 Minuten nichts sagt und nichts spendet, dann könnt ihr gleich wieder gehen, damit man wenigstens ein bisschen Aktivität sieht. Aber ich habe ja so, ich habe halt ein paar rausgeschmissen, dann sowieso am Ende. Und ja, ihr seht das hier auch, der Gegner hat ein bisschen geschwächelt, 2-1. Wir haben aber hier noch in dem Bereich hier, glaube ich, ganz gute Angriffe gesehen. Ich muss mal eben quer gucken. Entschuldigt Leute, ich muss mal eben einmal quer schauen. Denn wir haben, ich habe gestern einen vergessen. Wer war es denn eigentlich? Dubstep? Nee, das war, ich glaube, das war ein bisschen höher. Ihr seht schon, ich bin auch selber hier, ich sehe nur noch Sterne. Und die haben wir alle gesehen. Rotes Feuer, holt mal Timboy, Battle Cat, Timboy, Gary, Thorsten, okay, ja, da, ich musste dann 10er dippen, Dark Angel, genau, ich glaube, den haben wir gestern nicht gesehen, den habe ich irgendwie übersehen, also ich musste auch einen 10er dippen, gucken wir uns den Dark Angel hier an, also dann haben wir noch wieder ein bisschen Clash of Clans, ihr habt noch ein paar Angriffe und so ein paar Eindrücke hier, ihr seht das da schon wieder eine 1 im Chat, es sind noch 7 Leute hier, die könnt ihr haben, es war sehr, sehr schön, muss ich sagen. Es waren schöne 2 Tage. Anstrengend war es. Ich bin natürlich selber. Oh, entschuldigt bitte. Ich bin natürlich selber ein bisschen schuld. Denn wenn man dann hier bis 6 Uhr morgens feiert und auch das ein oder andere Pilzchen dazu trinkt, dann muss man sich nicht wundern, dass man morgens hier ein bisschen komisch aus der Wäsche guckt und vermutlich dann auch noch seine Angriffe macht, weil irgendwo der Clankrieg hat ja sehr, sehr früh begonnen. Ich hoffe, das ist euch entgegengekommen. Ihr habt es alle in eure Stammclans geschafft, um da wieder ein CK mitzuspielen. Heute Abend womöglich CK-Start. Also ich habe das auch genauso gepackt. Von daher war das, glaube ich, von der Planung her ganz gut. Und auch die Leute hier haben sich viel gegenseitig geholfen, haben ja viel diskutiert. Wir haben sich ein bisschen kennengelernt. Ich gebe dir mal eine FA, dann behalten wir uns im Auge und so. Das ist natürlich top, echt. Das ist dann schon so, ja, das ist so auf freundschaftlicher Basis und man kennt sich gar nicht. Ist total geil. Wir haben hier nach dem Madness, glaube ich, habe da gesehen im Video, nur noch einen, glaube ich, kicken müssen. Der war dann doch ein bisschen zu weit über. Und das ist aber gewesen. Der Rest war hier Friede, Freude, Eierkuchen. Und deswegen kann ich sagen, 48 waren hier drin. Ich glaube 44, ich müsste gleich mal schauen, haben auch gekämpft. Also es haben nicht alle ihre Angriffe gemacht. Ist eigentlich schade, weil dadurch gehen dann natürlich ein paar Angriffe flöten und die haben uns so ein bisschen dann am Ende gefehlt. Denn der Gegner hat auch gefehlt. Ja, also die waren dann auch nicht, die waschen sich auch nur mit Wasser und CD womöglich. Also wir haben uns zumindest mit CD gewaschen, denn wir haben ja super Angriffe gesehen im Rathaus. 9er Bereich, 8er war ja sehr, sehr wenig leider. Im Rathaus 10er Bereich, 11er Bereich und jetzt muss ich einmal wieder hier rein. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen anstrengend für euch. Ja, dann sind das solche Sachen wie Aaron muss hier von 22 auf 45, da mussten wir einfach die Dinger dicht machen, muss man mal so sagen. Gary 10 auf 20, Baby Bash hat dann oben nochmal die 2 gemacht, den zeige ich euch zum Ende.
Die oberen Angriffe, Swash, 3 Sterne, Thiele, 3 Sterne und so, die könnt ihr euch dann natürlich anschauen. Ich hatte mir eigentlich eben mehr angeguckt. Das ist wirklich, wirklich komisch. Denn wir haben ja auch viel, viel mehr Dreier gemacht. Wundert mich jetzt gerade so ein bisschen. Kurzer Cut. Ich muss suchen. Gefunden. Ich habe es doch gefunden, den Mephisto. Also Rathaus 11 auf Rathaus 11 mit Elektrodrachen haben wir ja gesehen gestern Abend im Stream. Coole Truppe, keine Frage. Der Kollege hier hat, ihr seht das, 15 hat keinen Adler. Also auch beim Gegner wurde hart engineered gespielt. Deswegen konnten die auch von Anfang an, ich habe das eben mal schon auch in den Chats gesagt, der Gegner konnte halt von Anfang an anfangen zu dippen mit allen Rathäusern, also mit 9, mit 8, mit 9, mit 10, mit 11, konnten die gleich anfangen zu dippen auf uns. Und naja, dann guckst du natürlich erstmal ein bisschen schlau, so als Level 1 Clan, und hast unten 8er, hast einen 7er dabei, hast kleine 9er, und die können einfach nicht wirklich was machen, so muss man es ja sagen. Das war eigentlich ein bisschen schade, das hat mir auch ein bisschen leid getan für die Leute, dass das Matchmaking hier mal wieder jenseits von Gut und Böse war. Wir hätten es aber packen können. Ihr wisst selber, dass es nicht unbedingt gesagt ist, wenn der Gegner vor allen Dingen noch Engineered Accounts im unteren Bereich hat, dass dann der Clankrieg gleich verloren ist. Also das hat man hier ganz deutlich gesehen. Und ich hoffe einfach mal auf den dritten Clankrieg, denn alle guten Dinge sind drei, habe ich auch heute in meiner Abschlussmail hier geschrieben. Der nächste, ich hoffe einfach, dass er gewonnen wird. Auch von den Leuten her, vielleicht mache ich es nächstes Mal ein bisschen anders, dass wir doch vielleicht nochmal, ich weiß nicht, einen halben Tag warten oder sowas. Dann hast du vielleicht mal so ein Madness hier nicht drin oder so ein Zerstörer, die hier irgendwie die Stimmung zerstören. Dann weißt du, du hast hier wirklich 50 Leute, die absolut super angreifen. Das war der von Thiele, den haben wir gestern Abend gesehen. Den hat hier der Babybash gemacht, den habe ich noch nicht gesehen. Ich war wirklich ein Depp. Ich bin nämlich tatsächlich auf diese Donut Base hier gegenüber des Rathaus gekommen und bin irgendwo dann am Ende verreckt. Das war doof. 87% oder sowas, ein Stern. Und das hat er hier ein bisschen besser gemacht. Ich hätte es ehrlich machen sollen. Ich weiß nicht, warum ich nicht das Rathaus mitgenommen habe hier tatsächlich, denn das ist ja, das ist nur ein Level 3 Rathaus, das ist noch nicht so stark. Und dann vielleicht noch einen zweiten Stern hier in dieser Base. Wenn ich ein bisschen besser mit Luft gewesen wäre, glaube ich, ist das auch ein Dreier für mich. Ich muss das aber einfach ein bisschen länger und ein bisschen öfter mal üben. Solche Angriffe, denn meine Helden sind im Moment nicht schlecht. Sie sind auf 57, 52 und 24 der Warden. Also da geht, und da muss auf so eine Base ein bisschen mehr gehen. Das sehe ich ein. Sehe ich ein. Mal sehen, wie er das hier gemacht hat. Hier haben wir noch einen Max Tesla in der Mitte. Das war alles nicht so schlimm. Auch wenn er nur Boah, Frosch. Nur ein Rathaus 11 ist, hat das hier super gemacht. Ach nee, doch, der 9. Unser 9er ist ein 11er, ja. Hat das super gemacht. Doppeldrachen in der Clanburg hatten die ja öfter hier oben. Und jetzt ist er schon ein bisschen in Rathausnähe und kommt trotzdem jetzt von der gegenüberliegenden Seite. Karre auch von der gegenüberliegenden Seite. Das ist natürlich nicht schlecht. Queen kriegt jetzt allerdings richtig Feuer da. Okay, jetzt ist er erstmal wieder raus aus dem entspannten Bereich. Und hier oben geht es weiter. Ja, dann hatten die auch noch Trolls in der Ecke. Der ist auch ein bisschen doof. Ich meine, ich bin auch nicht drauf reingefallen, weil man ahnt es ja irgendwo. Und okay, das Rathaus verteidigt jetzt aber gegen Warden. Und so eine starke Queen hier, da kann sich das Rathaus dann auch nicht mehr wehren. Er kann die Queen hier zwar jetzt nicht mehr zünden, aber jetzt kommt hier noch der King. Rathaus ist jetzt auch schon weg. Hat er hier gut gemacht, denke ich mal. Also wie gesagt, wenn ihr etwas mehr Angriffe noch sehen wollt, ich kann hier nicht alles rauspicken. Wir haben hier wirklich tolle Rathaus 8er gesehen, Rathaus 10er gesehen, Rathaus 11er gesehen, Rathaus 12er gesehen. Und einige waren sehr, sehr beeindruckend. Muss ich mal so sagen. Man will das immer so ein bisschen mitnehmen. Man will es dann mitnehmen, will es nachmachen. Und dann klappt es nicht, weil ich glaube, der Luis hat das gestern geschrieben. Leute, ihr müsst mal einfach ein bisschen mehr üben. Macht einfach FCs auf welche Bases auch immer. Guckt mal, dass ihr mit einer Armee, die jetzt nicht unbedingt so super zur Base passt, aber irgendetwas hinbekommt, beziehungsweise versucht mal so eine Base taktisch so geil anzugehen. Auch hier der Eckentroll. Naja, ich meine, klar, diese Eckentrolls, die halten einen auf, die kosten Zeit.
auch keine Frage. Die fehlt zwar die Defensive in der Base, weil die Eckentrolls hier haben jetzt nicht, sie waren ja nicht effektiv, aber sie halten natürlich die Truppen davon ab, sich jetzt wieder in die Base reinzubewegen oder sehr langsam in diese Base reinzubewegen, um ein bisschen mehr zu machen. Ist einfach so, ist aber nicht so schlimm. Ich fand die zwei Tage hier super, super spannend mit euch, muss ich mal so sagen. Im Clan Herausforderer, okay, wir haben jetzt im Clan Level 2 gemacht. Ich wollte aber hier nochmal reinschauen, Kriegsereignisse, also 3,27 von 3,77 Punkten bekommen. Und wir haben 96% vor allen Dingen, das ist absolut spitze für so einen Clan. Auch die Statistik lässt sich hier, glaube ich, sehen, 44 3-Sterner. Auf unserer Seite, wir haben sogar einen 3-Sterner mehr auf unserer Seite. Und Babybisch mit dem heroischen Angriff hier. Super, GML ist wichtig mit der heroischen Verteidigung. Die hat auf der anderen Seite keiner. Also so gut waren die Bases denn auch nicht. Und wir haben 93 benutzte Angriffe gemacht. Ich zeige euch nochmal das Team. Die Masse ist ja jetzt leider schon raus. Aber die hier nicht angegriffen haben, sind dann hier halt gekickt worden. Und es waren auch nicht so viele. Den Madness habt ihr vorher schon gesehen. Und ich glaube, ich habe hier unten noch den Zerstörer während seines Angriffes gekickt. Dominik hat nicht angegriffen. Gemüse seinen zweiten nicht gemacht. Das sind Sachen, die fehlen einen leider. Der Piz hat sogar mal Truppen gespendet und macht dann nichts. Ja, da mussten wir ein bisschen höher ran. Kläranlage ist noch hier. Also so ein paar Verbliebene sind noch da. Aran hat den Clan verlassen. War toll hier. Also das sind hier jetzt im Moment die Globalmenschen. Einer kommt, glaube ich, noch rüber. Der Tote fordert hier natürlich wieder Max-Truppen. Hab angefragt, wurde abgelehnt. Da muss ich mich mal eben drum kümmern. Aber ich kümmere mich auch weiterhin um diesen Clan. Also er ist ja abends noch offen. Ich glaube, ich habe die Pokale jetzt auch relativ weit unten stehen, sodass auch etwas kleinere hier reinkommen können. Also kommt hier ruhig rein. Ich chatte auch gerne mit euch ein Stündchen. Ab 8 Uhr bin ich noch da, so ein paar Tage. Dann mache ich diesen Clan allerdings wieder komplett dicht. Und ich hoffe, wir sehen uns zu den Clan-Spielen im nächsten Clankrieg. Vielen lieben Dank für dieses tolle Event hier von mir an euch, denn ihr habt mir schon genug Dank gesagt für das Event. Jetzt bin ich natürlich auch mal wieder an der Zeit dran, den Dank an euch zurückzugeben. Die vielen, vielen Daumen, die vielen, vielen Likes. Ich beantworte morgen, denke ich mal, auch wieder die Kommentare und würde sagen, habt einen schönen Montag. Bis dahin, euer Thorsten.